Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spellforce 3. Zwei Sachen. Ich habe es jetzt gemacht, dass ich jetzt mit der mittleren Maustaste die Kamera drehe und nicht mehr, mittlere Maustaste drücke ich jetzt, wow, Kamera drehen. Und ich drücke jetzt die Steuerungstaste und wow, ich bin hier am Rumspeeden. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen schöner, wenn ich dann einfach schnell mal, weil ich glaube, ich bewege ja die Kamera meistens mit den WASD-Tasten, so kenne ich das ja von Spellforce 1 und 2. Ne, man gewöhnt sich halt da sehr schnell dran. Und dann bewegt man hier so die Kamera und dann kann man so schnell hier, ne, so easy. Man kann natürlich noch die Kamerabewegung dann wahrscheinlich in der Option ein bisschen schneller machen noch. Mal kurz. Mausempfindlichkeit, Linkshändermodus, nee, das wollen wir natürlich nicht. Kamerageschwindigkeit, da könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen... hochgehen, dass man ja, guck mal, dass man die Kamera hier ein bisschen schneller bewegen kann. Kann sogar noch ein bisschen schneller hochgehen, aber das ist schon mal sehr angenehm. Das andere, was ich ja machen wollte, ist, ich wollte mal aufsehen gucken, ob ich denn irgendwie eine Möglichkeit finde, wo man jetzt zu dieser Insel kommt. Ja, ich habe nichts gefunden, deswegen, ich würde nochmal am Hafen gucken, ob da nicht irgendwas ist. Aber, ja. Da lang? Keine Ahnung. Gut. Ich schau hier mal am Hafen einfach mal hier komplett lang. Guck mal, ob wir hier irgendwas. Der fliegt hier auf dem Schiff doch oder so. Endlich. Sicher doch. Gut. Klingt gut. Einfach mal hier hoch. Ist aber nix. Sag mich. Hier? Auch nicht. Ja, dann gehen wir mal hier nochmal den Weg zurück. Aber niemand. Niemand, mit dem ich reden könnte. Sicher doch. Niemand. Kein Boot, das anklickbar ist, wo ich dann sagen kann, ich möchte übersetzen auf die Insel. Ja. Ich weiß das nicht. Du gehst hier alles ab. Mhm. Verstanden. Aber hier ist nichts. Gut. Mich hier nochmal ein bisschen um. In Ordnung. Ich sehe irgendwie noch einen Hafen oder so. Da oben oder. Ah, hier. Ah, da oben gibt es noch. Guck mal. Da oben gibt es noch was Hafiges. Vielleicht sollten wir uns da auch nochmal umgucken. Sicher doch. Führt mich. Da lang? Warum auch immer hier oben das theoretisch sein sollte, weil macht doch eher Sinn unten beim Hafen. Aber vielleicht ist ja hier was man hier machen kann. Ah, hier sogar noch ein Stein, da können wir dann nochmal hingehen. Yes. Weise Wahl. Auch nix. Ah,
Das ist ja traurig. Ja, die ist ja irgendwie ganz weird gelaufen. Ja, wie kommt man denn da hin? Zur Insel. Wenn nicht mit dem Boot. Ich verstehe das nicht. Hier muss ich hin. Einfach so merkwürdig, wieso das hier nicht funktioniert. Es kann ja nicht sein, dass hier nirgends irgendwie eine Option ist. Ich meine, dass ich hier mit dem Boot fahre, das ist doch wahrscheinlich logisch, oder? Klingt gut. Aber weise Wahl. Ja. Das ist ein Typ hier, aber das ist aber nur so ein komischer Poller. Zarach führt mich. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier aufs Boot drauf und nehme das einfach. Ich kaper das jetzt einfach. Komm dann hier aufs Boot. Okay, seid ihr euch sicher? Das ist aber so blöd. Hier unten irgendwie? Ja, hier unten kann ich mir auch nicht vorstellen. Da war ich doch auch schon gewesen. Ich wäre ja bis hier hingegangen, da wäre schon längst irgendwas aufgetaucht. Okay, Leute, ich mache jetzt etwas, was ich eigentlich nicht so gerne mache, aber ich mache es einfach mal. Ganz ehrlich, ich schaue jetzt mal nach. Weil es kann doch nicht sein, dass das nirgendwo hier was ist. Also ich meine, mittendrin glaube ich es eher nicht. Ich glaube schon, dass es am Hafen ist. Aber ich schaue es einfach mal nach. Es ist einfach, also noch eine Folge zu verschwenden, wo ich einfach nur suche. Nee. Also, wir sehen uns gleich wieder und dann weiß ich das. Bestimmt. Hey, willkommen zurück zu Spellforce 3. Nach einer kleinen Pause, die ich gemacht habe, ihr werdet das nicht wirklich, also, ne? Für euch ist es ja sofort weitergegangen, für mich ist es eine kleine Pause. Ich habe geguckt, wo geht es denn lang, Leute? Und ich hatte recht. Also, wo muss ich denn weiter? Und ich hatte recht. Also, ich hatte mit einer Sache recht und mit einer anderen Sache, dass es eigentlich nicht sein kann, dass hier nichts angezeigt wird, wo ich hin lang muss und so weiter und so fort. Ich hatte in beiden Sachen eigentlich recht. Erstens, ja, hier im Hafen muss ich hin. Und hier im Hafen gibt es eine Person, die mich rüberbringt. Zweitens, ich habe einen Bug. Die Person, die sollte eigentlich einen angezeigt werden. Mir wird ja aber nicht angezeigt, weil mir wird nämlich das Ausrufezeichen schon drüben auf der Insel angezeigt, obwohl eigentlich das Ausrufezeichen noch nicht da angezeigt werden soll, sondern erst auf den Typen, den ich anreden muss. Ich habe mir nämlich ein Video angesehen, wo jemand aus Spellforce 3 spielt. Und bei dem war das nämlich so, dass das Ausrufezeichen da ist, wo der Typ steht, den man anreden muss, um zur Insel zu kommen. Aber das ist in meinem Fall ja nicht. Ne? Das ist aber. In meinem Fall ist es ja nicht so. Denn bei mir, könnt ihr ja hier sehen, ist das Ausrufezeichen hier auf der Insel. Da. Aber da muss ich ja hin. Aber ich weiß ja nicht wie. Also ich weiß jetzt wie. Dieser Typ hier, ne, der ist anredbar. Ist der Einzige, der anredbar ist, der aber kein Symbol über dem Kopf hat. Aber der ist das. Mit dem muss man reden. Der ist es hier. Schauen wir uns das mal an. Und, ja. Geil. Was ist? Diese Insel im See. Da ist doch die Schöpfergilde, oder? Ja, warum fragt ihr? Vielleicht liegt es an der Entfernung, aber war sie nicht mal belebter? War sie. Das liegt daran, dass einige Magier der Gilde sie nach dem Krieg verlassen haben.
Sie hatten Angst, alle versammelt auf der Insel eine gute Zielscheibe abzugeben. Warum Zielscheibe? Die Schöpfergilde hat sich doch an den Magierkriegen nicht beteiligt, oder? So wie Immerlicht auch. Stimmt, aber das hat das gemeine Volk und die Flüchtlinge, die nach dem Krieg hierher kamen, nicht davon abgehalten, ihren Hass trotzdem zu entladen. Es gab sogar Angriffe auf die Gilde. Naja, aber nicht das ganze gemeine Volk, wie ihr es so schön nennt, hat sich daran beteiligt. Ich für meinen Teil weiß, dass die Magier der Gilde nie etwas Unrechtes getan haben. Dieser Angriff, von dem ihr sprecht, war eine verdammte Tragödie. Und der Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass die, die ihn zu verantworten haben, am Galgen gelandet sind. Hey, aber zum Glück können wir den ja anreden und können mit ihm ja hier rüberfahren. Ich hoffe nur, dass der restliche Teil der Quest funktioniert und nicht irgendwie auch gebreakt ist. Naja, müssen wir sehen. Ich möchte den See überqueren. Was kostet das? 25 Gold. Und kein Falschen. Das ist ja günstig. Also ich muss ja sagen, wir haben ja ganz viel Gold. Also ich habe mir am Anfang ja gedacht, so, oh shit, also das Gold bekommen, das wird ja wahrscheinlich richtig schwer sein. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ja, da habe ich aber schon ein bisschen was angehäuft. Also ja, machen wir. Ich möchte diesen See überqueren. Klar. Wohin? Schöpfergilde. Verstanden. Springt rein. Sind wir drüben? Wir sind scheinbar drüben. In Ordnung. Ja, also dass ich auf die mittlere Maustaste das Kameradrehen gemacht habe, ist schon echt, also es ist viel besser. So kann ich immer noch die Kamera schnell bewegen hier so, aber ich weiß auch gar nicht, ob dieses schnelle Bewegen hier überhaupt abhängig ist vom Speed, den man in den Optionen einstellen kann, oder ob das hier eher davon abhängig ist, weil das nutze ich eigentlich lieber. Na schön. Bin ich hier auf der... ich bin jetzt bei der Schöpfergilde, aber hier muss ich hin. Komme ich denn da jetzt hin? Und wo ist überhaupt mein Fährmann, mit dem ich denn der... Verstanden. Ja, ich muss ja reise zur Schöpfergilde und dann da rein. Aber mir wird das da nicht angezeigt. Das Ausrufezeichen ist wirklich echt ein bisschen... ich habe keinen Bock, die Map nochmal irgendwie... Also zurückzuspulen, dass ich da war. Ich glaube nämlich, dass eventuell auch, dass ich erst da unten nochmal lang gegangen bin und geguckt habe, dass das Spiel mir hart verwirrt hat, aber... Wie komme ich denn da jetzt hin? Weil da ist der verlorene Sohn, ja, aber ich soll ja zur Schöpfergilde. Interessant. Reist zur Schöpfergilde und erkundigt euch nach Waterly. Aber Waterly, oder wie auch gesprochen wird, ist da unten. Muss aber mal dann alle... Vielleicht bin ich ja Jesus und kann... Das Wasser. Nein. Okay. Ja, okay, dann werden wir erstmal hier ein bisschen... Dann werden wir hier erstmal zur Schöpfergilde gehen. Also ich meine, das ist ja jetzt auch jetzt erstmal nicht schlimm, ne? Was haben wir denn hier ist noch? Ja. Warum habe ich denn das hier noch? Oh, nettes Bagagors. Feuerschaden. Ja, warte mal, dann mache ich mal hier Feuerschaden. Ich weiß, der macht auch Feuerschaden, aber ja, nee, wir machen. Wir machen hier den Eisschaden, auch wenn das nicht so wenig viel Sinn macht, dann geben wir ihnen hier das Feuerding. Können wir die öffnen, die Truhe? Ne, wir können sie nur fallen lassen. Okay. Streitkolben. Oh, wenn man jetzt Streitkolben jetzt, ne? Jemand, der Streitkolben tragen würde.
Das wäre natürlich mega nice. Und wir haben ja, wow, wie viele Dolche haben wir? Können wir alle verkaufen. Gut. Ja, wir gehen in die Gilde einfach einmal mal rein hier. Auch wenn das Ausrufezeichen da nicht ist. Wir machen das einfach mal. Irgendwie habe ich die Quest sowas von hart gebreakt, dass alles hier nicht mehr stimmt. Cleaning up. Ja, es dauert wieder hart lange hier, das Upcleaning. Ja, bei euch steht Total, aber bei mir steht halt noch Prozess Cleaning up. Das, Als eine neutrale, unpolitische Vereinigung von Magiern und Gelehrten waren die Mitglieder der Schöpfergilde unter den wenigen Arkanisten, die während der Magierkriege unparteiisch geblieben sind. Obwohl die Gilde keinem Vergleich mit der großen Universität von Kalaya standhält, kann man mit Bestimmtheit sagen, dass Fiara ihr viele magische und technische Errungenschaften verdankt. Da wären wir also. Beeindruckend. Und weiter hinten sind auch Magier. Wir sollten... Interessant. Dieser Tage bekommen wir nur noch selten Besucher. Wer seid ihr? Undergast. Ich vermute, ihr könnt mich den Anführer der Gilde nennen. Ich habe gespürt, dass jemand kommt. Und dass dieser jemand eine faszinierende Aura hat. Jetzt weiß ich auch, wer es ist. Ihr seid das Kind Isamu Tahars, nicht wahr? Woher wisst ihr das? Weil ich die Magie eures Vaters ausgiebig analysiert habe. Er war ein bemerkenswerter Mann. Eure und seine Auren haben einige Gemeinsamkeiten. Die Quest hat sich gefixt. Jetzt ist das Ausrufezeichen hier wieder drin. Es steht zwar immer noch Ausrufezeichen, also Quest, eine Hauptquest ist draußen, aber das ist das Geheimnis der Former. Das ist ja der Punkt, den wir ja eigentlich machen wollen, aber der verlorene Sohn hat, glaube ich, damit irgendwie was zu tun. Hier ist auch noch ein Händler irgendwie drin, ne, sehe ich hier gerade. Da können wir mal unsere ganzen zigtausend Dolche verkaufen, die wir gefunden haben, die einfach nichts wert sind, also ja, nichts bringen. Aber wir reden erstmal. Reden wir mit dem, ist das der Untergast oder? Ne, der, ne? Na egal, dann reden wir mal ein bisschen. Ein bemerkenswerter Mann? Ja. Also habt ihr ihn unterstützt? Nein, ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht, dass er als Magier und als Mann bemerkenswert war. Im Sinne von ungewöhnlich oder speziell und deshalb überraschend oder erwähnenswert. Meine Meinung zu den Kriegen ist ein anderes Thema. Und inwiefern gleichen sich unsere Auren? Schwer zu sagen. Man kann einfach spüren, dass ihr miteinander verwandt seid. Und da ist noch etwas an euch. Etwas, das irgendwie seltsam ist. Ja, eventuell das Ding, dass wir ja der, was sind mit der Ausgestoßene oder der irgendwie was, weil wir irgendwie eine besondere Rolle da noch spielen, laut dem, mir fällt schon der Name hier wieder nicht ein, von dem Reinhard des Lichts, der Typ da ein, der eine von Reinhard des Lichts, da mit dem wir zusammenarbeiten. Eventuell hat er ja sogar recht. Ne, und labert nicht immer nur so ein bisschen so bullshittig, ne, irgendwie vor sich hin, so von wegen, ja, du bist der, weiß was ich was, Zurückgebliebene oder wie haben die mich genannt, der halt wichtig ist und bla und so und keine Ahnung, aber, ne. Was genau? Das bekomme ich öfter zu hören. Schwer zu sagen. Da ist einfach etwas Eigentümliches an euch. Eine Unstimmigkeit an eurer Aura. Aber ich vermag nicht zu sagen, worum genau es sich handelt. Es tut mir leid. Wie auch immer, ich nehme an, ihr seid aus einem bestimmten Grund hier.
Wie können wir, das heißt der klägliche Rest, der noch von uns geblieben ist, euch helfen? Könnt ihr mir mehr über die Schöpfergilde erzählen? Sicher. Was wisst ihr denn bereits über uns? Nur, dass ihr ein Verbund von Magiern seid, die sich auch aus den Magierkriegen herausgehalten haben. Das war's auch schon. Und darum geht es in unserer Gilde im Wesentlichen. Wir sind Magier, die sich der Lehre, Wissenschaft und Bewahrung von Wissen verschrieben haben. Wir hegen keine politischen Absichten und halten uns aus Konflikten jeder Art heraus. Wir wurden im Jahr 231 gegründet von einer Frau namens Godith Baudry. Seither ist die Schöpfergilde eine Konstante in der sich stets wandelnden politischen Landschaft Nortandas. Also seid ihr der Anführer der Gilde? Ja, ich bin der erste Gelehrte der Schöpfergilde. Der Fährmann hat mir von einem Angriff auf die Gilde erzählt und dass dieser der Grund sei, dass fast alle Magier die Insel verlassen haben. Stimmt das? Ja, aber es war nicht nur der Angriff. Sagen wir einfach, dass es interne Unstimmigkeiten gab. Interne Unstimmigkeiten, das hört sich ja gut an. Wie ging dieser Angriff aus? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr ihn aufgehalten habt? Natürlich. Diese Leute wollten uns töten. Also haben wir uns gewehrt und stattdessen angefangen, sie zu töten. Bis ihre Moral gebrochen war und sie zu rennen begonnen haben. Rückblickend denke ich, dass wir schon viel früher eine solche Machtdemonstration hätten vollziehen sollen. Die Immerlichter missverstanden unsere Friedfertigkeit als Schwäche. Diesen Fehler werden sie nie wieder machen. Klingt sehr nüchtern. Wenn ihr mit nüchtern meint, dass ich den emotionalen Aspekt weglasse, den die meisten Leute einer derartigen Äußerung hinzufügen würden, dann ja. Aber wie bereits erwähnt, es war nicht nur der Angriff, der unsere Gilde entzweispaltete, sondern auch eine interne Unstimmigkeit. Was für eine Unstimmigkeit? Ich würde es vorziehen, nicht darüber zu reden. Es tut mir leid. Dann nicht. Verstehe. Nun, es hat einen Grund, dass wir hier sind. Wir untersuchen den Blutbrand. Weiß eure Gilde etwas über ihn? Ihr untersucht den Blutbrand? So könnte man es nennen, ja. Interessant. Nein, wir wissen nicht mehr darüber als die meisten Alchemisten oder Apothekarii derzeit. Aber wir alle sind uns einig, dass der Blutbrand keine ordinäre Krankheit ist. Da ist Magie im Spiel. Tja, da habt ihr recht. Der Blutbrand ist magisch und hat etwas mit den Formern zu tun. Den Xalontep? Das ist interessant. Sagt, würde es euch etwas ausmachen, mir mehr darüber zu erzählen? Ihr scheint euch einiger Variablen bewusst zu sein, die uns bisher entgangen sind. Kann ich tun? Vielleicht können wir die Magier auch noch rekrutieren für unsere Sache. Ja, nee. Ich meine, vielleicht können die uns ja auch noch ein bisschen helfen. Wer weiß. Wobei, ich kann nicht... Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Weil ich kann nicht bedeutet wahrscheinlich auch wiederum, ich müsste vielleicht auch mit dem Bündnis, mit dem Ding zwischen, ne, das, was ich ja nicht, eigentlich nicht erwähnen sollte, da erzählen. Ja, ich werde es aber trotzdem tun. Ich mache das einfach. Ich meine, dieser Undergast ist, ich sag mal so, der ist sehr freundlich, also klingt sehr freundlich. Gut, ich werde es euch erzählen. Aber suchen wir uns einen Ort zum Sitzen. Es ist eine lange Geschichte. Selbstverständlich. Hoffe mal, ist auch nur eine Überblende, oder? Ich verstehe. Gut. Das ist eigentümlich. Irgendwie faszinierend. Soll heißen, was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Ich glaube nicht an Visionen und Prophezeiungen, sofern sie nicht von einem Traumflechter stammen. Also bin ich unschlüssig. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Mann, Ronda Lakaien, mehr über den Blutbrand weiß als die meisten. Und dass euch seine Hinweise nach Mulandir geführt haben, ist mehr als nur beeindruckend. Also glaubt ihr, dass der Blutbrand durch Formatelepathie verursacht wird? Stimmt das? Es ist nur eine Theorie, aber ja, bösartige Telepathie sozusagen. Ich verstehe. Wenn das so ist, würde ich mich euch gerne anschließen. Wie meinen? Was an meiner Aussage war missverständlich. Geil. Ich würde gerne mit euch reisen. Eure Geschichte ist höchst faszinierend. Die Formerstadt, der Blutbrand, dieser Nexus. Ich würde euch gerne begleiten und euch bei eurer Suche helfen. Ich habe ein breites Wissen über die Magie der Former und habe ebenfalls ein großes Interesse daran, ein Heilmittel gegen den Blutbrand zu finden.
Das Problem ist, wenn er jetzt mit uns kommt, also mir ist es scheißegal, ob er jetzt Anführer der Gilde ist oder nicht, also da wird sich schon irgendwas finden lassen, aber das Problem ist, gibt es überhaupt in diesem Spiel auch Begleiter, die mal nicht Magier sind? Ich bin Magier. Der Typ, ich zeig da auf dem Bildschirm, das sieht ihr nicht. Der Typ, der so ein bisschen komisch da reinguckt, hier Uram, ist eigentlich auch Magier, weil er Dämonologie macht. Gor ist Schamane, also auch Magier. Dann haben wir, das waren noch nicht alle Magier, ne? Gut, wir haben noch zwei Leute. Hier, sie einmal. Ja, eigentlich drei Leute. Sie, dann der Zwerg und dann noch diese eine Assassine da, die halt keine Magier sind. Ja, ich weiß nicht, also und ich habe ja fucking drei Magier in der Gruppe drin, ne? Aber es klappt irgendwie. Es klappt ja. Das ist ja eben das Ding. Weil der macht... Ah, nee. Der macht zwar magische Sachen, aber der hat ja hier... Ne? Stimmt. Der ist ja Nahkämpfer eigentlich. Okay, ja. Ich revidiere meine Aussage. Dass ich hier nur Magier dabei habe. Das stimmt scheinbar nicht so ganz. Aber trotzdem. Muss man mal sehen. Also ich werde den jetzt nicht mit in die Party nehmen. Also das glaube ich eher nicht. Weil da müsste ich ja jemanden weg, entweder die austauschen, also ihn ja sowieso nicht. Ich finde eigentlich cool, so ihn dabei zu haben. Ihn wegen Dämonologie, und ich möchte gerne wissen, wie es ist, wenn er soweit ist und dann diesen Skill lernen kann, so einen Dämon zu beschwören, würde ich gerne mal machen. Und er kann ja irgendwie sich auch in so einen komischen Dämon verwandeln dann noch irgendwie, deswegen würde ich ihn auch gerne noch mal behalten. Ich kann mich sowieso nicht austauschen und jemanden, der mal nicht Magier, sondern mal Bogenschütze oder mal was ganz anderes ist, würde ich gerne auch mal dabei haben. Das heißt also, dass das eigentlich jetzt schon feststeht, wie meine Party ist. Und ich glaube, ich werde die auch nicht mehr ändern. Ich glaube, ich finde die Party so, wie sie ist, schon ganz gut. Aber er kann ruhig in mein Lager, also hier im Nexus oder wo auch immer da chillen. Das kann er ruhig machen. Mulandir, das ist kein Problem. Was ist mit der Gilde? Seid ihr nicht ihr Anführer? Das bin ich. Aber das bedeutet nicht, dass ich hier bleiben muss. Es ist ganz gewöhnlich für Schöpfermagier, auf Expeditionen zu gehen. Auch wenn es wegen des Krieges derzeit seltener vorkommt. Nichts hält mich davon ab, zurückzukehren, wenn unsere Angelegenheiten vollendet sind. Nun, warum nicht? Seid nur gewarnt, dass es gefährlich wird. Ich kann mich verteidigen. Überaus effektiv sogar. Dennoch gibt es da eines, was ich zu Ende bringen muss, bevor ich mit euch kommen kann. Eine Studie. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen. Das würde die Angelegenheit deutlich erleichtern. Sofern es nicht zu lange dauert, ja. Was untersucht ihr? Ganz einfach. Ich war schon immer fasziniert von der Idee des Reflexionsvermögens und dem Geist im Allgemeinen. Was erschafft das Bewusstsein? Was unterscheidet uns Menschen von einem Wolf, der ein Sklave seiner Instinkte ist? Erst kürzlich hat mir eine Gruppe Flüchtlinge, die in Immerlicht angekommen war, von einer bizarren Beobachtung erzählt. Und zwar behaupteten sie, dass einem Steingolem, der sich in der verlassenen Mine im Nordosten verstecke, eine Seele gewachsen sei. Anscheinend hat er sich gar mit einem der Bauern angefreundet. Das klingt alles höchst unwahrscheinlich, aber dennoch möchte ich der Sache auf den Grund gehen. In einer Mine im Nordosten... kann es sein, dass wir in dieser Mine waren und den Golem getötet haben? Ein Monster mit einer Seele. Wie ist das überhaupt möglich? Das weiß ich nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Leute von solchen Vorfällen berichtet haben, aber meistens stellten sich diese Berichte als Schwindel heraus. Das ist der erste Fall, bei dem es tatsächlich mehr als nur ein Gerücht sein könnte. Sollte das wahr sein, könnte das die Welt für immer verändern? Könnt ihr euch das vorstellen? Die Auswirkungen einer solchen Entdeckung wären gigantisch. Derzeit geht man davon aus, dass nur die 5 großen Rassen dazu in der Lage sind, bewusst zu denken. Diese Annahme zu widerlegen, würde alles ändern. Wäre es dann nicht plötzlich Mord, ein Monster zu töten? Wäre es dann nicht Sklaverei, wenn man eines in den Käfig steckt? Und vor allem,
gehen die Grundrassen recht in der Annahme, sie seien etwas Besonderes, erwählt von den Wächtern. Es ist schlichtweg faszinierend. Wozu braucht ihr meine Hilfe? Nun, all das mag aus Sicht eines Gelehrten aufregend klingen, aber dennoch ist ein Golem immer noch ein Golem. Falls er mich attackieren sollte, will ich Unterstützung haben. Eine Vorsichtsmaßnahme, die höchstwahrscheinlich nicht vonnöten sein wird, aber dennoch. Ich werde mich vorbereiten und euch bei der alten Mine treffen. Ihr wisst, wo sie ist, korrekt? Ihr meint die im Nordosten? Korrekt, auf dem Gipfel des Iskanderbergs. Ich schlage vor, wir brechen so schnell wie möglich auf. Gut. Okay, dann war es doch nicht die. War es doch nicht die Glitzermine wahrscheinlich gewesen. Rede mit dem Magier der Schöpfer. Okay, das ist aber eine Nebenquest. Doch, das ist die glitzernde Mine. Habe ich ja die Golem schon längst getötet. Gut. Ja gut, die glitzernde Mine, da müssen wir jetzt rein. Da waren wir ja schon. Wir gehen da trotzdem nochmal hin. Ich meine, wir wissen ja, wo sie ist und wir wissen ja, wie wir da hinkommen und so weiter. Schräger Zeitgenosse, aber ein fähiger Magier, so viel ist sicher. Oh, ja. Endlich. Das ist trotzdem ziemlich crazy. Ich meine, da war ja wirklich ein Golem drin und der, naja, ne? Mhm. Der lebt nicht mehr. Ich verkaufe jetzt schon mal schnell meine Sachen hier, die ich gerne noch verkaufen möchte. Vielleicht hat er auch coole Sachen, so Magierzeug oder so. Wow. Die Format, Dokumente. Ich lese die jetzt schon teilweise gar nicht mehr vor oder öffne die überhaupt nicht und nicht mehr, weil es einfach doof ist. Kommt, wagt einen Blick. Ich bin mir sicher, ich habe etwas, das euer Interesse erwecken könnte. Oder ich, nämlich Trash. Ganz viel. Trash. Ich verkaufe mal hier so ein paar. Ganz alte Dinger. Ich guck mal. Das sieht nämlich alles sehr scheiße aus. Okay, nee, da nicht. 35, 35, ja. Es gibt hier. Ey, ich weiß ja nicht, aber es gibt hier echt keine Stäbe, die mal ein bisschen stärker sind als 10,71. Das kann nicht sein. Achso, okay. Hier haben wir noch ein bisschen Rüstung. Ah, nee, brauchen wir jetzt auch nichts von, weil das ist eigentlich alles ganz gut. Und wir benutzen ja hier so, so Stäbe. Und die sind aber alle irgendwie kacke. Ich meine, ja, die haben dann noch so einen, fügt schwarzen Schaden zu und so weiter und so fort, Stats, aber unser niedriger Flammenstab macht einfach mal allgemein mehr Damage. Eine 35 bis 40. Nee, nur 35 bis 35. Schaden pro Sekunde. Ja, nur 10. Ist alles ein bisschen doof. So, gucken wir mal hier bei ihr. Kann die hier... Nee, ich glaube, die haben hier keine Bogen, ne? Er trägt ja... Er hat eine Axt. Ich mache ihm hier 11,88 Schaden pro Sekunde, ja. Wie ist denn bei ihm aus mit Rüstung? Da sieht das doch ganz... Nee, weiß ich nicht. Das... Nee. Auch er braucht eigentlich nichts.
Oh, hier oben geht schon in eine ganz andere Richtung, okay. Aber 1188, mehr haben wir dann da auch nicht. Hier haben wir 26 bis 27, wir haben hier 37 bis 39. Oh. Beidhändig? Waffe beidhändig. Ah! Schau mal einer an! Eine Großaxt. Die geschwärzte Großaxt mit 12,50 Schaden pro Sekunde. 39 bis 41. Ja. Und fügt zusätzlichen schwarzen Schaden zu. Okay, ja gut, das macht jetzt der nicht. Und zusätzliche Schadensart schwarz. Okay, ja. Ich glaube aber, das würde zu dem sogar passen, weil ich glaube, der macht auch so ein bisschen eher schwarzen Schaden, sag ich mal. Ich würde sagen, wir nehmen die, oder? Oh, hier, oh. Oh, Morgenstern. Dieser Morgenstern, ne? Der macht 12, der macht 41 bis... Wow, was zum... Warum macht denn der... Warum ist denn der stärker und kostet weniger? Schadensart Eis. Den könnte er auch nehmen, ne? Der macht da sogar nochmal mehr Schaden. Der ist schneller. Aber macht weniger Schaden. Aber der hat auch kritische... Ist auch beidhändig, der Morgenstern. Aber weil man trägt... Der trägt doch, glaube ich, auch noch Schild, oder? Lebt wohl! Oder? Ah, nee. Beidhändig heißt wirklich beidhändig. Ja, gut. Ja, kommt nur näher. Ich weiß nicht, warum bin ich ja den... Oder... Ah ne, der macht weniger Schaden, aber der sieht halt impressive vom Bild aus. Also ich würde ja dann schon eher sagen, wir nehmen den Morgenstern. Für ihn. Dann hat er einen Hammer, ja gut, ist auch egal. Wobei. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Weise Wahl. Ja, die Folge geht ein bisschen länger, ich weiß, aber das ist jetzt wichtig. Beidhändig. Schadensart so, mit einer warte mal. Fügt allen Feinden rings um euch Schaden plus Blutung zu. Waffenerfordernis Nahkampf. Okay, es geht aber nicht hier um die Waffen oder Waffentyp. Das heißt also, der Waffentyp ist zum Beispiel Morgenstern, dann geht das nicht. Okay, weil das war mir so, das wollte ich nur so gucken. Weil eventuell, wenn ich dann irgendwie den Morgenstern mir jetzt wirklich hole, das mache ich auch, weil der ist erstens billiger. Ist erst billiger und zweitens macht er mehr Schaden als die Axt hier. Dann. Oh, warte mal. 12,65 und der macht auch 12,65. 41 bis... Okay, der macht Schwarzschaden. Nee, warte, dann nehmen wir doch lieber den mit Schwarzschaden, oder? Würde ich sagen. Machen wir den. Okay. So. Hat er zumindest schon was Neues? So, er hat hier... Ja, genau dasselbe Problem wie mein Hauptcharakter. Die ganzen Sachen sind halt eben... Nicht so gut. Vielleicht kann er ja hier noch eine coole Rüstung bekommen oder so. Oh, sowas hier. Sowas hier ist für ihn noch ganz geil. Das ist doch ganz geil. So, die bekommt er mal.
Ah, nee, ich wollte gerade schon sagen, so, oh, ja, nee, ist aber nicht, okay. Kopfbedeckung. Nee, okay, dann mal lassen wir das so. Dann verkaufen wir hier nochmal ein bisschen was. Kaufen wir hier nochmal. Das. Ja, wenn er jetzt auf 12 geht, der geht auch, glaube ich, auf 12, ne? Mit der Waffe hier. Ja, dann brauche ich ja eigentlich auch das hier nicht mehr. Brauchen wir mal die ganzen Sachen hier mal. Ja, komm, die verkaufen jetzt alle mal hier. So. Rüstung, okay, machen wir auch mal hier so. Haben wir nochmal ein bisschen was verkauft. Ein bisschen Geld nochmal zurückbekommen. Dann rüste ich die mal kurz aus, würde ich sagen. Und dann machen wir auch Schluss. So, wir haben einmal hier unten. Oh shit. Ah, nee, ich hab sortiert, ne? Fucking hell. So. Also er bekommt schon mal hier diesen einen. Ich dachte schon, holy shit, ist gerade jetzt aber hier so einen coolen Streitkolben des. Wo ist denn hier da? Das ist der, genau, das ist der, den bekommt er. Ja, okay, cool. Und Gore bekommt wieder eine Rüstung, die ich ihm gekauft habe, da die hier, ne? So. Dann gehe ich nochmal kurz. Äxte, Dolche, Schwerter, alles für den wachsamen Abenteurer. Dann haben wir hier. Dieser Händler hat nicht genügend Gold für die Transaktion. Ihr könnt den Handel dennoch abschließen und verkauft eure Ware dann aber mit Verlust. Oh, gut, dass das Spiel überhaupt hier. Ist das richtig, dass ich ihn exakt alles Gold jetzt abkaufe? Nee. 8388. 8388. Hä? Der hat doch genauso viel Wert. Ach so. Jetzt. Okay, der hat leider. Ich habe ihn leider leer gekauft. Warte, das geht doch, oder? Ja, okay, jetzt hat er leider kein Geld mehr. Ich kann nichts mehr verkaufen. Ich möchte halt noch das ganze Zeug hier verkaufen. Kann ich nicht. Er hat kein Geld mehr. Okay. Kommt wieder und möge Tiara euren Weg segnen. So, F. Aha. F11, sag ich schon. F5 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werde ich mit dem hier nochmal reden, damit wir hier unsere Quest weitermachen. Und dann werden wir diese glitzernde Mine machen. Würde ich mal sagen, oder? Ja, doch, oder? Ja, muss man sehen, je nachdem, wie das dann so verläuft, ne? Und dann sehen wir uns dann wieder, aber nächstes Mal. Wir haben ein bisschen was zu tun hier und wir sind weitergekommen und die Quest läuft doch ganz gut weiter, obwohl ich dachte, dass sie eigentlich gebreakt ist. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.